Hi, in diesem Video teile ich mit euch drei sichere Anzeichen, die dir zeigen, ob du oder dass du mit der Akasha-Chronik, mit deiner Akasha-Chronik verbunden bist, beziehungsweise sichere Anzeichen dafür, dass es die Information oder das, was du erhältst, dass du, was du wahrnimmst, was du spürst, nicht von deiner Akasha-Chronik kommt. Das ist eine Frage, die kriege ich ganz, ganz oft gestellt, die interessiert ganz viele von euch, vor allem diejenigen, die sich mit dem Thema Akasha-Chronik beschäftigen und auch mit dem Thema Verbindung zur geistigen Welt, vielleicht Verbindung zum eigenen Geistführer oder zum höheren Selbst, wo man oft einfach nicht weiß, also vor allem am Anfang, kommt es jetzt von mir oder kommt es tatsächlich aus der Akasha-Chronik? Also produziere ich diese Gedanken selbst oder ist es tatsächlich etwas, das ich wahrnehme? Und nur kurz nochmal, ich gehe jetzt nicht in die Grundlagen, was ist die Akasha-Chronik, aber nur kurz nochmal zum Verständnis. Die Akasha-Chronik ist das, was wir bezeichnen als das Feld, in dem alle unsere Informationen zu unserer Geschichte, und wir bleiben jetzt mal, es gibt Akasha-Chroniken zu allem, ja, wobei das Wort Chronik sehr missverständlich ist. Da denkt man immer so, das ist so chronologisch und ein Buch. Es ist vielleicht teilweise chronologisch, aber nicht wirklich. Es ist eher wie ein Feld und je nachdem, wo man den Punkt, den Fokus hinrichtet, der Aufmerksamkeit, wenn man den Fokus auf etwas richtet, wo man Informationen bekommen will, dann bekommt man auch Informationen daraus und nicht aus dem gesamten Feld, weil es einfach viel zu viel wäre. Und wenn wir jetzt von unserer eigenen Akasha-Chronik sprechen, dann geht es im Grunde um unsere Seelengeschichte. Ja? Und da können wir tatsächlich Informationen bekommen und wahrnehmen, machen auch ganz, ganz viele und machen das ganz selbstverständlich. Aber wenn man gerade so anfängt, mit der Akasha zu arbeiten oder mit dem Akasha-Feld, ist es einfach oft schwierig herauszufinden, ist das jetzt wirklich Informationen von dort oder nicht. Also das Akasha-Feld ist etwas, das zu uns gehört. Ja? Das heißt, es ist unser Energiefeld, in dem eben Informationen zu uns, und zwar Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, weil es dort keine Zeit gibt, abgespeichert sind. Die Informationen sind da und wir können sie zugänglich haben. Aber es ist zum einen wichtig, dass wir wissen, warum wir das wollen, also unsere Intention, was wollen wir damit? Und wenn wir die Akasha, das Akasha-Feld nutzen als Entwicklungstool zu unserer eigenen Persönlichkeitsentwicklung, zum Reifen vielleicht auch, zur spirituellen Entwicklung, zur ganzheitlichen Entwicklung, ist es ein wunderbares Werkzeug. Aber das braucht halt auch Übung. Und wenn du da erst am Anfang stehst, brauchst du dir gar keine großen Gedanken machen. Das kann jeder, theoretisch kann es jeder, aber es braucht dazu einige Voraussetzungen. Und das eine ist eben, dass wir auch ganz offen an diese Thematik herangehen. So, und wenn du jetzt schon geübt hast oder dich damit beschäftigt hast, aber immer noch nicht wirklich sicher bist, woher die Informationen kommen, gebe ich dir jetzt drei klare Anzeichen, wie du weißt, dass es aus der Akasha ist oder eben nicht. Und da ist das allererste, wenn du, egal ob im meditativen Zustand oder du schreibst es auf oder wie auch immer du deine Akasha-Chronik dir zugänglich machst, ja, wie auch immer du dich mit der Information dieses Feldes verbindest und du stellst zum Beispiel eine Frage oder fokussierst dich auf eine Thematik, wenn das, was kommt, also was da, das, was du danach wahrnimmst, nachdem du die Frage gestellt hast, wenn das bei dir negative Gefühle auslöst, negative Emotionen, Ängste zum Beispiel, ja, oder Schock oder Verwirrung, und du durcheinander bist und du wirklich vielleicht wahrnimmst, du nimmst eine Szene wahr aus der Vergangenheit, also vielleicht kommen Bilder vor dein inneres Auge oder dir kommt plötzlich irgendeine Szene, irgendein Erlebnis oder irgendein Ereignis, zum Beispiel auch etwas Traumatisches, wo du plötzlich die Gefühle dieses Traumas zum Beispiel intensivst erlebst.
Ja, also es ist wie du begibst dich erneut in diese traumatische Erfahrung hinein und erlebst sie in der tiefsten Tiefe. Und das ist ein Zeichen, dass du nicht wirklich mit deiner Akasha verbunden bist. Nicht wirklich heißt nicht. Ja, denn natürlich können wir vergangene Erfahrungen zugänglich haben, auch aus vergangenen Leben und auch schwierige Erlebnisse, also die auch wirklich energetische Spuren hinterlassen haben, also vielleicht niedrig schwingende Spuren, ja, auch angsterfüllte Spuren. Aber wenn wir es wahrnehmen hier in unserem Leben, also wenn du die Informationen anzapfst, obwohl du weißt, oh ja, da war eine schwierige Situation, zum Beispiel, da bin ich einmal fast ertrunken in einem vergangenen Leben, nehmen wir das mal als Beispiel. Ja, da vielleicht siehst du oder fühlst du dich als 10-jähriges Kind, das fast ertrinkt. Und selbst indem du das wahrnimmst, ja, ist es so, dass wenn es wirklich von deiner Akasha kommt, A, ist es ja Teil von dir. Das heißt, es ist schon in dir. Es ist nicht etwas, das sich plötzlich überrascht, wo du sagst, keine Ahnung, wo das herkommt, sondern es ist etwas, das ein gewisses Gefühl von Vertrautheit auslöst. Nicht völlig unabhängig von dir. Und zum Zweiten ist es, selbst wenn es etwas Traumatisches ist, erlebst du es mit einer gewissen Art von Neutralität und wie darüber schweben. Also du bist trotzdem, obwohl auch die Emotion, oft sehen viele Leute keine Bilder, sondern sie fühlen einfach, wie sich das anfühlt, ja. Aber man ist emotional da drin nicht gefangen wie im ursprünglichen Erlebnis, sondern man ist auf einer neutralen Ebene, in der einfach dieses Erlebnis neben all den anderen Erlebnissen, die es so gab oder gibt oder geben wird, steht. Also auch die Ängste, die viele Menschen äußern, was, wenn ich da jetzt etwas öffne und ich kann es nicht mehr schließen und dann verfolgen mich diese Flashbacks oder so, sage ich jetzt mal. Wenn es wirklich mit deiner Akasha, mit dem Feld zu tun hat, ist es zum einen etwas, das sowieso zu dir gehört. Zum zweiten ist es etwas, das unglaublich wohlwollend ist, denn dieses Feld, das zu dir gehört, ist ja durchtränkt mit der Energie der Quelle. Also sprich liebevoll, wohlwollend und alles, was da ist, und das darfst du auch in deiner Intention nutzen, alles, was da ist, darf mit Wohlwollen zugänglich gemacht werden und mit Wohlwollen kommt die Information zu dir. Denn das ist auch was, wenn du für andere die Akasha-Chronik öffnest. A, zum Beispiel unerlaubt oder B, mit einer unlauteren Absicht. Das heißt, die Intention ist nicht wohlwollend oder hochschwingend, dann wirst du vielleicht Informationen bekommen, aber es werden keine korrekten Informationen sein. Denn der Zugang zu Akasha hat auch immer etwas mit unserer eigenen Schwingung und mit demjenigen zu tun, der sie sich zugänglich macht. Das heißt, auch die Absicht und die Intention schwingt mit. Also wir können da auch gar keine Hintertüren nutzen und heimlich irgendwelche Informationen bekommen über Menschen, wenn wir selber eine negative Absicht haben. Dann kann es schon sein, dass wir da Informationen bekommen. Aber zum einen sind sie dann verwirrend, also sie werden keinen Sinn machen, sie werden widersprüchlich sein oder einfach schlichtweg nicht korrekt. Ja, das bedeutet also, unsere eigene Schwingung, unsere eigene Absicht trägt dazu bei, dass wir uns korrekt mit der Akasha verbinden und dass auch dann die Information rein zugänglich ist. Und wenn du natürlich mit deiner eigenen Akasha sprichst und dich verbindest, dann und mit der Absicht, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte, dass es mir dienlich ist, dann hast du ja diese positive Grundhaltung. Okay, also das ist so, das ist eigentlich schon fast der zweite Aspekt, ja, also die eigene Intention, die eigene Grundhaltung. Also negative Gefühle, Ängste, traumatische Wiedererlebnisse ist dann aus der eigenen Psyche heraus, aus dir selber heraus kreiert und nicht vom Feld der Akasha. Dort besteht diese Informationen sind begleitet von einer gewissen Neutralität, einer gewissen Ruhe. Es ist einfach, du schaust es dir an und du nimmst es auch wahr, aber du bist nicht mehr hineingeworfen wie in der ursprünglichen, im ursprünglichen Erlebnis. Ja? Und das Zweite ist, auch wenn dich die Akasha verwirrt macht, also wenn du sie zugänglich kriegst und
Du hast das Gefühl, diese Erfahrung ist konfus und diese Erfahrung ist verwirrend und hinterher geht es dir nicht gut, weil du eben diese Verwirrtheit weiter mit dir trägst, dann war es auch nicht deine Akasha-Chronik. Dann ist es auch etwas, das du selber fabriziert hast. Ich sage jetzt du, also deine Gedanken, dein Geist, verbunden natürlich mit dem, was es dann an Gefühlen auslöst. Da ist nichts Schlimmes dran, aber das darfst du wissen. Ja, das darfst du wissen, weil wir können natürlich alles Mögliche selber fabrizieren. Ja, also unsere Gedanken sind sehr stark und haben natürlich die Möglichkeit, alles auch in uns, das wissen wir, Gesundheit, Krankheit, alles Mögliche zu manifestieren. Ja, und dann fühlen wir uns krank und dann entwickeln wir Beschwerden. Also die Kraft der Gedanken ist sehr stark. Das heißt, es kann sich durchaus so anfühlen, als würden wir es wirklich erleben. Und wir sagen, ja, wir hatten doch die Intention, uns mit der Akasha zu verbinden. Aber natürlich spielt unser Verstand, unser Ego, unsere Persönlichkeit und so weiter. Das Alltagsbewusstsein wird nicht plötzlich abgeschalten. Es ist ein Prozess, den man üben muss und wo wir uns dann ganz hineinbegeben. Und so merkst du auch, ist es jetzt von mir fabriziert, ja, oder nicht. Wenn es dich verwirrt zurücklässt, dann ist es nicht deine Akasha, denn die Akasha schafft Klarheit. Es ist so klar und es ist so einfach. Es ist so, ja, logisch. Also da gibt es dann auch kein, oh, ich verstehe das nicht und das gibt es da nicht. Also das ist meine Erfahrung und die Erfahrung vieler, mit denen ich spreche, die auch mit der Akasha-Chronik arbeiten oder diese Informationen zugänglich haben, die erleben das auch so, ja. Und das Dritte ist, wenn du Informationen aus der Akasha erhältst, die dich befremden. Also es kann ja durchaus sein, du bist jetzt im Leben einer Frau und dir wird irgendein Leben von irgendeinem, keine Ahnung, 100-jährigen Mann gezeigt, wo du, was weiß ich, was machst. Wenn es aus deiner Akasha ist, wird dich das nicht befremden. Es wird vielleicht sein ein Aha, interessant, spannend, aber du wirst eine gewisse Verbindung dazu spüren, denn es war ja dein Leben, wenn man es jetzt mal chronologisch sieht. Ja? Es wird nichts sein, wo du Befremden hast oder auch wieder so ein Unwohlseinsgefühl, dass du dich nicht wohlfühlst mit der Information. Ja? Das bedeutet, du kannst durchaus negative oder schwierige Infos gezeigt bekommen, aber die belasten dich nicht. Sie sind einfach neutral. Also sie sind halt da und wahrnehmbar und du kannst dann schauen, okay, was mache ich damit? Jetzt, wo ich das weiß, im Leben dieses 100-Jährigen hatte ich, was auch immer, als Kernerfahrung. Das habe ich dann mitgenommen und das ist was, das ich jetzt vielleicht hier in diesem Leben nutzen kann, das hier mitschwingt und das habe ich da zum Beispiel die Weisheit, ja, das habe ich da und da und da, bemerke ich das schon. Manchmal fühle ich mich auch schon sehr alt und weise, ja, was auch immer es ist. Es wird etwas sein, das dich nicht befremdet, das dich nicht verwirrt, sondern du wirst spüren, ja, ich kann das so annehmen und selbst wenn es etwas Schwieriges ist oder ursprünglich Dramatisches vielleicht auch, wird es dich nicht in dieser Weise belasten und runterziehen, wie wenn du es jetzt erleben würdest, ja, denn du bist dir immer noch bewusst, okay, ich bin jetzt hier in meinem Leben, ich bin jetzt hier in dieser Inkarnation, in diesem Körper und du hast ja sowieso über alles Kontrolle und das, was du zugänglich bekommst, ist einfach das, was zu dir gehört sowieso. Ja, das sind mal drei Anzeichen, wie du weißt, ob oder ob du nicht in deinem Akasha-Feld bist oder mit deinem Akasha-Feld kommunizierst. Da gibt es noch ganz viele Aspekte, über die wir sprechen können, aber für dieses Video, das möchte ich jetzt kurz halten, einfach mal auf diese Aspekte eingehen. Ja, gerne darfst du dazu einen Kommentar schreiben, ob das hilfreich war für dich oder nicht. Ja, also ich habe auch wirklich Beispiele von Kursteilnehmern oder Seminarteilnehmern, die dann sagen, ja, sie sind mit der Akasha-Chronik verbunden und sie haben dann die Botschaft bekommen, dass der und der Nachbar demnächst sterben wird und das, also die unterschiedlichsten Dinge, ja, wo einfach deutlich ist und daran ist ja nichts falsch, aber deshalb ist es auch wichtig, einfach zu wissen, wo kommen denn dann die Informationen her?
Ja, und solche Informationen auch wie diese Zukunftsvorausschau, das füge ich jetzt noch am Schluss an, so als Schmankerl. Ja, ja, die Zukunft ist auch in der Akasha, denn da ist alles. Die Zeit ist, sie ist nicht gebunden an die Zeit. Es ist alles da und es sind auch alle Potenziale da von Möglichkeiten in der Zukunft zum Beispiel. Aber erstens ist nichts in Stein gemeißelt, denn es hängt ja auch immer von uns ab. Das, was wir sehen in der Akasha-Chronik heute, jetzt, wenn wir uns hineinbegeben, ist das, was am wahrscheinlichsten ist in der Zukunft, ja, mit der Energie, die heute existiert. Sollten wir morgen andere Entscheidungen treffen und unsere Energie verschieben und verändern, wird ein anderer Pfad, Zukunftspfad, wahrscheinlicher. Und dann wird der mehr aufleuchten. Das heißt, wenn du dann Fragen an die Zukunft hast, wirst du dieses Potenzial eher gezeigt bekommen, als das, was heute noch relevant ist. Und das ist wichtig zu wissen, weil viele sagen, ja, ist denn die Zukunft nicht festgeschrieben, wenn wir denn die Zukunft sehen wollen? Die Zukunft ist genauso flexibel wie alles andere auch, denn alles ist Energie. Und das Wunderbare hier ist ja auch, wir haben den freien Willen und wir sind Schöpferwesen. Somit schöpfen wir und erschaffen wir die Zukunft. Und das heißt, wenn dann deine Akasha, wenn du was zur Zukunft fragst und du bekommst dann, ach ja, mein Nachbar wird irgendwie zu Tode kommen in 3 Wochen, dann kannst du dich fragen, okay, angenommen, das wäre aus der Akasha. Erstens, welches Gefühl hinterlässt es bei mir? Wenn du Angst hast, wenn du verwirrt bist oder wenn es befremdlich ist, weißt du, es ist nicht aus deiner Akasha. Denn selbst wenn eine negative Information für die Zukunft wahr wäre, wäre es wie einfach ein Wissen, ah, okay, das ist da, aber diese Gefühle löst es nicht aus. Es ist einfach nur eine Gewissheit, ein Wissen und neutral. Auch wertfrei. Ja? Das heißt, wenn du dann diese ganzen Gefühle hast, weißt du, okay, das ist nicht aus meiner Akasha. Und das Zweite ist, wenn du sagst, nö, das habe ich jetzt da so gesehen und ich finde das jetzt nicht befremdlich oder fühle mich nicht beängstigt, dann darfst du weiter fragen, wenn du in der Akasha bist. Warum wird mir das gezeigt? Was hat das mit mir zu tun? Weshalb ist es für mich überhaupt in meinem Feld zu wissen, wann mein Nachbar irgendwie sterben sollte, zum Beispiel? Oder wann jemand anders ein Kind bekommen sollte? Wieso bekomme ich das gezeigt? Was hat es denn in meinem Feld überhaupt zu suchen? Ja, weil dann wirst du auch merken, ah, okay, es hat immer was mit dem Suchenden oder mit dem Fragenden zu tun, also mit uns selber, was dann da kommt. Ja, das heißt, je präziser wir sind, der Fokus muss ganz klar sein, was möchte ich denn? Auch warum möchte ich diese Information haben? Wozu? Und wenn du sagst, ich habe aber nicht nach dem nach der Schwangerschaft meiner Schwägerin gefragt und ich habe auch nicht nach meinem Nachbarn gefragt, es kam halt einfach, dann musst du nachfragen, ja, wieso wird mir denn das gezeigt? Und wenn da keine plausible Antwort kommt, dann weißt du auch wieder, es ist nicht aus der Akasha-Chronik. Ja, es ist letztendlich gar nicht so schwierig, dieses ganze Thema, wenn man bereit ist, sich selber auch zu erforschen. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht sagt, naja, da gibt es jetzt den Methodenkatalog, den wende ich jetzt an und schwupps funktioniert es, weil die sagen mir alle, das kann ja jeder. Sondern wir, und zwar mit unseren innigsten Gedanken und Gefühlen und Absichten und Intentionen, wir tragen dazu bei, zu dieser Erfahrung, zu dieser Möglichkeit. Und wenn wir da im Alltagsbewusstsein stecken oder in unserem Ich, also in unserer Ich-Identifikation, in unserem Ego, dann funktioniert es nicht. Also es funktioniert dann einfach nicht. Man darf und muss sich da einfach ganz lösen und auch mit diesem Wohlwollen und diesen Absichten, die hilfreich sind, ins Feld gehen, ja, oder sich mit dem Feld verbinden. Ich hoffe, das war hilfreich. Gerne einen Kommentar dazu. Ich wünsche uns für heute einen wunderschönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn du willst.